Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloudcatcher Chronicles. Wir sind hier im Wintergebiet, glaube ich, ne, waren wir. Und sind hier bei den Minenarbeitern, wo man auch, glaube ich, die Kunst des Konstruktionsbaus lernen kann, glaube ich, ne? War das nicht so? Ich glaube schon. Was habe ich denn da schon gemacht? Ist es schon wieder ewig her? Und ich glaube, es wäre auch super, wieder einen anderen Geist zu wählen, ne? Wir haben momentan, wen haben wir denn ausgerüstet gehabt? Weiß jetzt gar nicht. Wen nehmen wir denn da? Wen nehmen wir? Ich glaube, Curio haben wir gerade ausgerüstet, ne? Ja, genau. Also ausgerüstet hat sich falsch schon. Also erwählt, uns zu begleiten. Ja. Wisst ihr was? Nehmen wir Pooch. Pooch? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Pooch? Pooch? Ein fröhlicher Geist und findet ständig einen Grund zum Feiern. Ich glaube, nehmen wir das, weil wir schon lange nicht, weil ich schon lange nicht mehr aufgenommen habe. Also Yonder. Und ich glaube, das ist wirklich ein Grund, dass wir ihn mitnehmen. Ne? Ja. Sicher. Ich glaube, das passt schon so. Ich hoffe, der erscheint gleich, damit ich weiß, ob ich es richtig gemacht habe. Ja. Ja, da ist auch schon unser Freund. Hallo, Funkel, Funkel. Ja, tschüssi. Okay, ich habe, glaube ich, zugenommen. Kann das sein? Hatte ich immer schon so ein Bäuchlein? Egal. Ich wollte noch schauen, ob wir uns noch zusätzlich eine andere Frisur mal gönnen. Ich habe jetzt, glaube ich, gar keinen anderen Bart, ne? Nee, ich habe jetzt nur den einen, weil Bart möchte ich schon behalten. Und die Mütze habe ich absichtlich oben, weil hier ist es ja ziemlich kalt. Nein, ich glaube, ist schon okay so. Derweil momentan noch. Ziehen wir uns ein bisschen später um. Wir brauchen... Ich möchte hier, den Gildenmeister finden. War ich schon soweit? Ich glaube noch nicht, ne? Hier war irgendjemand mit einem Fragezeichen. Das habe ich noch im Augenwinkel gesehen. Ja, wo ist er denn hin? Davon. Da haben wir jemanden. Fragezeichen sage ich schon zum Abhaken. Wir haben es fertig gemacht. Echt? Okay. Hallo. Sylvia Wainwright. Du willst das Herz des Wolkenfängers reparieren? Ich bin vielleicht die Einzige, die dir dabei helfen kann. Ah. Meine Großmutter hat den ursprünglichen Mechanismus gebaut, musst du wissen. Hä? Genau. Sie hat mir ihr Wissen weitergegeben. Ich kann die Ersatzteile bauen, die du brauchst. Hm. Oh, aber zuerst brauchen wir Himmelserz. Ah. Du findest es in den Starkhöhlen. Ein unheimlicher Ort, dessen Zugang vor langer Zeit verschlossen wurde. Nimm diesen Schlüssel. Er schließt die Tür zu den Höhlen auf, in denen du Himmelserz abbauen kannst. Ich, werde draußen Wache stehen. Genau. Und gleich den Leichenbestatter holen, falls du nicht mehr zurückkommst. Ja. Aufgabe abgeschlossen, findet die Konstrukteursmeisterin. Jawohl. Konstrukteur. Jetzt können wir dann so Steinbrücken und so weiter bauen. Ja, hallo. Ja, du. Hä? Dass hier so ein Viechlein lebt, ich meine, der wird sich denken, oh, da ist Schwamm, da bleibe ich mal. Soll mir ein bisschen Futter geben? Ja, ich denke schon. Hier, bitteschön. Ein Kohlefuchs. Ne, das erklärt... Achso, du gehst wieder mit? Das ist aber lieb von dir. Ah, schau, was wir da haben. Ich hänge gerade fest. So, jetzt geht's. Die Truhe möchte ich öffnen. Jawohl. Und den Hammer brauche ich noch schnell fix. Da. Zum... kann ich das nicht kaputt machen? Darf ich nicht? Habe ich das vergessen, wie es geht? Ich glaube, ich habe es vergessen, wie es geht. Oder man kann die gar nicht zerdeppern. Das könnte ja auch sein. Ja, weil sonst müsste das Symbol dastehen, ne, dass es geht. Okay, die sind zur Deko da. Die gehen nicht da. Hallo, wer sind denn Sie? Willkommen im Schmiede-Buldamor. Für 5-mal Stock können wir dir einmal Kohle machen. Ja, ich würde sagen 10-mal. Hm? Können wir schon, oder?
Die Firma dankt. Wir haben nichts bestellt, somit kann uns die Dame hier komplett blunzen sein. Hier ein Auftrag, ist das... Mal schauen. Ich suche Kurzwaren 12-mal und Stoff 2-mal. Wenn du sie mir bringst, werde ich dich belohnen. Wäre stark an. Okay. Nehmen wir den Lieferantenauftrag an, ich würde schon sagen. Sure. Kurzwaren. Warte mal, können wir das nicht herstellen? Herstellen, Köchin, Schreiner, Konstrukteurin. Obwohl, wir haben das eh schon. Wir haben das eh schon, Schneidermeister. Wo war das mit... War das nicht hier? Kurz... Na, Kurzware. Ach, was war denn das? Das war nicht hier, oder? Dabei. Diese Tröge hier möchte ich auch gerne unbedingt bauen. Wo war denn das? Schreiner, Nägel... Kurzware hieß das jetzt, ne? Quick, quick, quick. Bäh? Eine Falle. Kann ich das aber doch gar nicht? Das könnte auch sein. Konstrukteurset, Mörtel. Ich glaube, das Kurzware. Ah, doch hier. Passt ja alles. Ich brauche hier nur noch Spitzenfisch. Hm. Spitzenfischen. Wo kriege ich denn bei jedem Wasser oder muss das ein spezielles Gebiet sein? Kann ich das nachschauen? Glaube ich nicht, oder? Doch, vielleicht? Nein, doch, oh. Kann man, glaube ich, nicht nachschauen, ne? Wo man das... Hier wäre Fisch. Oh, doch, hier Spitzenfisch. Jahreszeit beliebig zu finden in Seen. Okay. Spitzenfisch, da brauchen wir viel. Weit verbreiteter Fisch in Flüssen. Heißt so wegen seiner an Spitze erinnernden Flossen. Okay, kann man dich drehen, dass man dich auch von der Seite sieht? Oh ja, geht tatsächlich. Ja, okay, so spitz ist er jetzt auch nicht, ne? Ah, das schaut schon cool aus, ne? Designt ist das schon schön. Vor allem der alte Stiefel ist sehr hübsch. Okay, das heißt, ich muss fischen gehen für den Auftrag. Ich weiß, ich könnte die Sachen noch kaufen. Ja, hallo! Na, du, bist du ein Lieber? Bist du ein ganz ein Lieber? Ja, ne? Die Frage ist, ob man auch hier in dieser Region, in dieser Schneelandschaft, auch einen Bauernhof aufstellen dürfen. Habe ich einen Sämling dabei? Nein. Nichts, was ich jetzt brauchen könnte. Okay. Dann würde ich sagen, warte noch mal kurz. Quest. Boah, wir haben Quest, alter Schwede. Finde den Schneidermeister. Oh, das habe ich auch vergessen. Mhm. Dann würde ich sagen, machen wir das mit dem Himmelserz zuerst, ne? Dann müssen wir noch mal da rein. Muss ich jetzt... Ah, hier! Da geht's rein. Aha. Hui. Ja, da geht's rein. Hui, Schwammi. La la la, Schwammi. Schwammi, Schwammi. Ich glaube, hier ist ein Geist versteckt. Und ich glaube, ein Schaf. Was sind... Alter, was... Was... Hä? Was sind das für Geräusche? Das ist echt unheimlich. Kann ich das zerdeppern? Tatsächlich. Dong! Dong, dong, dong! Da weint doch wer, oder? A Grufen! Geht's deinem Viechlein gut? Hallo, bin fort mit dir, garstiges Gespenst. Du bist kein Gespenst? Hm. Besser kein Risiko eingehen, als der Unfall mit dem Wolkenfänger geschah, war ich vorbereitet. Ich nahm Pizzi mit und wir versteckten uns hier unten. Alles wäre gut, wenn dann nicht dieses Gespenst mit seinem fürchterlichen Kreischen wäre.
Pitsi fürchtet sich so sehr, dass sie den ganzen Tag nur stöhnt. Ich habe das Gespenst nie gesehen, aber es ist da. Es stiehlt dauernd Pitsis Siliziumsamen. Aha, haben wir welches dabei? Oh Gott, da weint was. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Geist ist. Also, eines von Leuchtis Geschwistern, ne? Wenn wir ihn nämlich mitnehmen, dann müsste normal das Geweine auch aufhören. Boah, das arme Groove da, das ist schon komplett fertig. So. Zack. Alter, das gibt richtig Gas. Oh Mann, das ist echt... Was haben wir hier? Himmelserz, yeah. Rot ist das, okay. Oh Mann, da zerbricht einem ja schon das Herz, ne? Aber wir haben das Weinern, glaube ich, schon gefunden. Wir sind schon ganz nah, glaube ich. Hallo, was ist denn? Nicht weinen. Ja, ich wusste es doch. Es ist ein Geist. Warte, ich muss besser... Ja, hallo. Hallo? Bist du ein Gespenst? Nein, ein ganz normaler Mensch. Entschuldige, dass ich so gekreischt habe, aber ich habe eine Heidenangst vor dem Gespenst. Hörst du nicht sein Stöhnen? Es ist so laut und furchtbar, dass ich mir schon Siliziumsamen in die Ohren gesteckt habe. Die unheimlichen Geräusche kamen von einem Grufel. Das erklärt das mit den Siliziumsamen. Siliumsamen, so. Lass mich mitkommen. Du kannst diesen Leuchtstein haben. Ich habe damit das Gespenst ferngehalten, aber jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Super. So, jetzt fehlen nur noch 3 Himmelserze. So. Alter, dieses arme Grufel, ne? Jetzt müsst ihr aber schon aufhören, da. Hallo. Das Gespenst war also nur ein Geisterwesen. Aber nur du kannst es sehen und du nimmst ihn mit? Okay. Ihr Leute von der Oberfläche seid alle deppert. Vergiss es. Ich bleib hier unten. Nimm diesen Stein und lass Patsy und mich in Frieden. Du Nervbolzen. Danke. Na, geht's jetzt wieder besser? Ja, das ist beruhigt. Das arme Kleine da, ne? So, dann würde ich sagen, wir schlagen hier noch die Wand ein. Zack. Und nochmal. Zack. Und was haben wir hier noch Schönes? Ja, hier hinten ist noch ein Erzelein. Wusch, wusch, wusch. Und zack. So, haben wir noch eins. Fehlt nur noch eines, glaube ich. Und der war beim Eingang, kommt mir vor. Da oben ist, glaube ich, auch irgendwas so ein... da oben. Genau. Passt perfekt. Sind wir auch schon fertig mit der Quest hier. Opa. So. Komme ich hier so ran? Jetzt. Yeah. Wir haben 5. Sehr gut. La 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 la. Und noch eine Quest auch noch abgeschlossen. Sehr gut. Und einen Geist auch gefunden. Also, pff, läuft ja super. So, Chefin. Hallo. Oh, ich glaube es nicht. Das Gespenst war bloß ein Grufel. Zu unserer Verteidigung. Der alte Wilson ist ziemlich furchteinflößend. Danke, dass du das Himmelserz gebracht hast. Großmutter wird stolz auf mich sein. Komm nach 3 Nächten zurück. Dann sind deine Ersatzteile fertig. Danke. Das Himmelserz ist nicht abgehakt. Also ist abgehakt, meine ich. Wolltest du es nicht haben? Okay. Dann behalten es halt wir. Okay, nächste Quest würde ich sagen. 12 Nächte, das können wir recht gut nutzen, glaube ich. Quest, Quest, Quest. So. Steinbrücke geht noch nicht, weil Steinsäulen fehlen, Haufen. Und da müsste ich erstmal Steine sammeln. Da müsste ich jetzt fischen gehen. Ich würde sagen... Einen Schnellreisepunkt habe ich hier ja leider nicht, ne?
Wir können uns hier ein bisschen umschauen noch. Vielleicht haben wir Glück. Und es gibt hier vielleicht eventuell doch einen Bauernhof. Aber ich befürchte, ich habe von Haus aus zu wenig Materialien. Dass ich hier was Vernünftiges machen kann. Egal, gucken wir mal. Sämling habe ich ja überhaupt keine mehr. So muss das sein. Es wäre jetzt echt doof, wenn ich hier weiterlaufe, ne? Dann müssen wir den ganzen Weg wieder heraufhatschen. Ich glaube nämlich nicht. Wo habe ich sie denn? Warte, falsch. Wo ist denn mein Reiseknoten? Habe ich noch einen? Oh, ich habe gar keinen mehr. Oha! Da muss ich schnell einen basteln. Da. Mir fehlt Lianen. Ah, Hupfingatsch. Echt. Ach. Das ist wieder herrlich, ne? Das ist herrlich. Absolut herrlich. Jetzt wäre es blöd, wenn ich zu schnell weglaufe, ne? Wie schaut es denn jetzt noch questmäßig aus? Was hätte man noch übrig? Glanzsandschrein, Sonnenbrillen brauchen wir hier. Ganz viele Reparaturen. Da ist schon bald besser. 3 Tage, ja. Da wäre besser doch zu warten. Ich habe eh nichts zum Wegbordner, aber wenn ich jetzt weglaufe. Ja, ich bin unentschlossen. Ich bin gerade voll unentschlossen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich weiter sammeln? Ich meine, Lianen brauche ich sowieso. Wenn ich da jetzt runterlaufe und nach Lianen suche, falls hier welche wachsen würden. Ist. Das wollte ich gerade nicht. was wollte ich sagen? Lianen suchen, ne? Ja. Dann kann ich mich hier wenigstens wegporten. Aber die Alpakas sind doch so süß. Ah, die heißen gar nicht Alpakas, die heißen... Wie heißt sie jetzt nochmal schnell? Hallo. Na du? Was ist denn das eigentlich? Girpakas, so heißen sie genau. Warme Milch, habe ich das mit? Tatsächlich. Genau. Hier scheint es auch irgendwo Vögeleins zu geben. Da zwitschert es die ganze Zeit. Jo, ich brauche Lianen. Bitte. Nach Möglichkeit. Lianen. Und was auch schön wäre, wären 2, 3 Mal Sämlinge. Ich fürchte, hier wächst keine einzige Liane, weil es zu kalt ist. Aha. Eine Ruine. Ups. Zack. Ein Büchelein. Was haben wir hier? Waren wir da schon? Ich glaube nicht, oder? Das sind die Überreste eines Tagebuchs. Wie es aussieht, dreht sich der Wolkenfänger mit jedem Tag mehr. Ich mache mir Sorgen, wohin das alles noch führt. Ah, ja. Zack. Und zack. Und zack. Gut. Ist das ein Schweinchen? Na, das ist Girbaka, ne? Das macht solche Geräusche. Da vorne hätten wir auch ein Ruinilein. Vielleicht habe ich ja Glück und ich finde doch irgendwie hier noch so einen Bauernhof an. Das wäre schon cool. Auf jeden Fall Steine brauche ich einen Haufen. Huch. Da haben wir ein Erzelein. Zack, zack, zack. Steine braucht man einen Haufen, Erze braucht man einen Haufen, theoretisch auch Sämlinge, weil, ne, da hier und so gehört noch sehr viel angepflanzt. Jo, da hätten wir ein Steinchen. Nehmen wir gleich mit. Dumm. So, her mit die Steine.
Ich glaube, Stöckchen nehmen wir auch lieber mit. Da hätten wir auch ein Steinchen. Zack. So. Vielleicht sollte ich auch mal runtergehen Richtung Strand. Weil hier waren wir ja schon mal. Wie es ausschaut, da haben wir auch schon brav bepflanzt. Aber es wäre halt echt schön, wenn wir hier irgendwo ein Bauernhaus bauen, also aufbauen könnten. Ja, vielleicht ist es eh schon soweit. Ich glaube, ich habe es eh schon gefunden. Hier, ne? Was haben wir denn da? Du kannst den Sanderwindhof bauen. Tada! Lianen. Ja, Lianen. Mit L. Ja, aber hier ist wenigstens schon mal grün. Das heißt, hier haben wir schon eine Chance auf Lianen. Ich schaue mal, ob ich welche finden kann. Auf jeden Fall Steine muss ich einsammeln. Und die Blümchen nehmen wir auch mit. Aber hier, ne, wo es wärmer wird, vielleicht habe ich echt ein Riesenglück, dass hier irgendwo Lianen sind. Sonst muss ich beim nächsten, weil ich will jetzt ungern weg. Ich möchte zuerst den Bauernhof aufbauen, weil dann können wir den Knotenpunkt hier nutzen. Und das Gras hier mähen wir natürlich auch gleich. In der Hoffnung, dass wir Sämlinge finden. So, so, so. Und Steine auf jeden Fall. Also Steine brauchen wir jetzt richtig viel. Wenn wir jetzt, da wir jetzt Konstrukteurs-Dingsbums sind, ne? Konstrukteur, also bei der Gilde jetzt dabei sind. Und über diese baulichen, das bauliche Wissen verfügen. Ach so, sind wir eh hier. Zack. Da sind wir, genau, wir sind hier im Berg rauf. Meine Güte, wenn es ewig lang nicht mehr spielt, ist schon doof. So, aber egal. Wie werden wir doch wohl Lianen finden hier, Herrschaftszeiten? Das gibt's ja nicht. So, wie viele Sämlinge? Ich glaube, einen einzigen, ne? Ah, zwei immerhin schon, passt schon mal. Da werden wir brav sammeln und nach Lianen Ausschau halten. Und dann werden wir da oben den Bauernhof machen für Schnellreise und so weiter, ne? Ja, dann sind inzwischen auch die drei Tage, also die drei Nächte um. Ja, da ist schon eins, Gott sei Dank. Komm her. Dein Rucksack ist voll. Ach, Hupfingatsch. So, ich muss eh was bauen, ne? Konstrukteur, was war da? Wir brauchten brauchten wir jetzt Steinsäulen für den einen Auftrag? Warte, lass mich mal kurz klubschen. Da war irgendwo die Brücke hier. Steinbögen und Säulen, genau. Also, halt. So. Konstrukteur, wo war sie hier? Steinsäulen braucht mir jetzt noch welche. Genau, einmal. Und den Bogen, da haben wir definitiv von allem zu wenig, ne? Ja, ja. Gut. Mörtel können wir ein bisschen was basteln. Kochset. Warte mal. Wir brauchen einmal von dem hier. Da brauchen wir Kopfstein. Eins, zwei. So, drei von denen. Ne? Da brauchen wir auch einmal das und einmal das. Geht's jetzt? Was fehlt jetzt? Ah, das nochmal. So, aber jetzt. So, und jetzt könnte man nochmal. Und jetzt. Okay. Jetzt fehlt Mörtel zweimal. Konstrukteurset. Hier brauchen wir Kopfstein und Scheitelstein. Das ist der Scheitelstein, okay. Also hier eins. Okay, da brauchen wir hier eins, zwei, drei. So, eins. Ah, jetzt fehlt mir schon Stein. Okay, dann ist nichts mit dem. Habe ich jetzt wieder ein bisschen Platz? Ich hoffe schon. Bäh, das gibt's ja nicht. Schmatzi, schmatz, schmatz. Ich glaube, ich werde mal kurz was
einkaufen gehen. Hier gibt's doch, glaube ich... Warte, hier mal noch eine Quest. Was ist das? Ah, die Brücke, ne? Ein guter Platz für eine Steinbrücke. Ja, genau. Genau, die Quest haben wir eh schon. Warte, ich laufe mal schnell in die Stadt rein. Und weil hier haben wir einen Haufen Farmzeugs. Ich versuche noch schnell. Ich habe vergessen, wo diese... War hier das... Ja, ich glaube, das war schon hier. Wo man so Ausrüstungszeugs und Bärte und das kaufen konnte. Ja, ja, ja. Aber ach so, da brauchen wir die alte Münzen dafür. Ach nö. Was ist jetzt da? Geh weg. Ach. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts ruiniert. Das wäre sehr unangenehm ansonsten. Also, was wollte ich... Einen Bart mit P wollte ich eigentlich kaufen. Hey, wir können eine Dragon Ball Frisur machen. Hitzkopf. Wow. Wir haben eh ein paar Münzen, das würde ich sagen, nehmen wir. Zerrissener Mantel brauche ich nicht unbedingt. Kontebart. Das haben wir eigentlich auch noch nicht, ne? Dann würde ich sagen, so, und kaufen. Ja, bitte. Du hast nicht... Ach, Hupfengatsch, stimmt, da braucht man für das auch noch Platz. Okay, dann brauche ich noch einen anderen Händler vorher. Oh Mann, ey. Gibt's hier noch einen Händler? Bitte? Einen normalen Händler vielleicht? Hier. Was können wir dir andrehen? Im Laden auf Lager. Die Goldminze brauchte ich immer zum Kochen, glaube ich, ne? Kleber, Kohle, Flaum könnte man auch, der ist recht teuer. Dann, was kostet noch recht viel Geld? Kräuter, würde ich sagen. Fleisch. Lianen nehme ich auf alle Fälle mal mit, weil die brauchen wir sowieso. Rote Beeren braucht man nicht unbedingt. Wasser ist jetzt auch nicht Not. Kohle von mir aus. Das ist noch recht teuer. Naja, wobei. Rotbeere. Weil wir halt viel Geld wegbringen, ne? Das meine ich. Also viel Geld, viel Waren wegbringen, das meine ich. Da werde ich ja auch absichtlich Holz und das hergeben, was nur eines wert ist. Ja, nehmen wir das auch. Und von mir aus noch das Fleisch. Und von mir aus noch das Wasser. So, das müsste jetzt, glaube ich, schon mal... Was hätten wir hier noch? Mörtel? Ja, nehmen wir auch mit. So. Ich glaube, das ist einmal okay. Kleber, 21 noch. Wow. Und was hätten wir hier noch? Leder. Ah, das hat aber einen Platz. So. Was geht man her? Einmal den ganzen Holzstapel. Was haben wir noch voll... Ich glaube, Pilze haben wir mehr als genug, ne? Gebe ich die auch mit. Alles, dass wir so viel haben. Hier Futter von mir aus. Dann, wo haben wir noch so viel? Rote Beeren. Rote Beere gegen rote Beere. Ja, ist sehr schlau. Haben wir ganz, ich muss mal schauen, wie viele rote Beeren. Oh, da haben wir wieder 18. Ist ja wurscht. Gehen wir mit her. Ist jetzt zwar dumm von mir, aber egal. Wo haben wir noch viel? Sonst nichts mehr viel. Aha. Okay. Komme ich jetzt überhaupt hin? Oh, ich komme viel zu viel hin. Hoppala. Die Beeren kann ich vergessen. Die sind zu. Also nicht so viele Beeren, ne? Vielleicht nur mal, weiß ich nicht, so 20. Würde ich sagen, schauen wir mal, wo wir da hinkommen. 1300, ja, okay. Dann können wir hier noch Sachen von mir aus kaufen. Also geht ja nicht, ist ja schon voll der Platz. So, dann nochmal. So. das war zu viel, gehen wir mal 10. So, okay. Das muss ich rechnen auch noch, ne? Voll dumm.
Die sind 50 wert, 200 sind 4, 300 sind 6. Also 6 Stück müssten mal sein. So, das müsste passen. Oh, zu viel schon. Um eine? Echt? Dann halt nur 15. Das habe ich mich verrechnet. Echt wahr? Ja, kann schon passieren. So, warte. Das waren jetzt da 15 Stück, ne? Bin ich jetzt richtig? Ja. Und jetzt noch was, was 10 wert ist. Oder wo ich zumindest 10 Stück davon hergeben kann. Mau. Hier hätten wir was mit 50 Kernholz. Da könnte ich noch 10 hergeben. Jetzt müsste es passen. Perfekt. Und handeln. Nicht verdrücken. Ja, bitte. Ach, jetzt komm. Nicht genug Platz im Rucksack. Warte, geh mal zurück. Ach, Gottchen. Dann, ach, das ist echt nervig. Ich brauche einen größeren Rucksack, glaube ich. Was habe ich denn hier noch drin? Farbstoffrot. Was habe ich denn nicht rausgeschmissen? Wahrscheinlich, weil ich ihn unterwegs gefunden habe, ne? Da. Wieso habe ich das nicht rausgehauen? Das wollte ich doch alles lagern in unserem Dings. Dann halt nochmal. Also die Liane hätte ich schon gern. Ja? Das hätte ich auch gern. So. Und was richtig wertvoll ist halt, ne? Also zum Beispiel... Was hatte ich denn? Oh Mann, der Part ist auch zu Ende. Super, ich verplemper hier die ganze, unsere ganze wertvolle Zeit. Das nehmen wir von mir aus noch mit. Ach, da kommt nichts zusammen, ne? So. Da kommt nichts zusammen. Holzbögen. Holzbalken. Geformte Planken. So, jetzt schauen wir mal, was ich jetzt loswerden kann, ne? Zum tausendsten Mal. Also. Über das Kernholz weiß ich es nicht. Habe ich das irgendwo gebraucht? Egal, ich tue es mal weg. Ich glaube, ich brauchte... Oder nicht? Ach, egal. Weg damit. So. Da, das Holz kommt weg. Dann... Wo haben wir noch so viel? Pilz von mir aus kommt weg. Kräuterlis habe ich da. Drei Plätze. Ich muss noch drei Plätze frei machen. Das Futter. Jetzt sind wir schon drüber. Jetzt müsste ich dann wieder was einkaufen noch. Futtertrog zweimal. Ich kann den eh immer wieder bauen, ne? Habe ich den für eine Quest gebraucht? Ich glaube, ne? Egal. Egal. Das kommt auch weg. So. 2, 4, 6 Plätze. Ein Platz brauche ich noch. Was könnte man noch weghauen? Die Farbstoffe möchte ich schon gern aufbehalten. Hier hat man nochmal einen großen Stapel Holz. Gekochtes Fleisch. Den alten Stiefel wollte ich loswerden, genau. So. Was habe ich jetzt noch? Nägel hatte ich, glaube ich, drinnen. Planken hatte ich drinnen, ne? Planken haben wir da, da wäre noch Platz. Und bei den Nägeln, wo haben wir die jetzt schnell? Wo hatte ich die? Die habe ich schon irgendwo gesehen, glaube ich. Oder auch nicht. Dann brauche ich wieder Platz. Meh. Einen Stein will ich nicht hergeben, den brauchen wir noch. Habe ich hier nicht irgendwo bei uns Nägel gesehen? Doch hier, Nägel, passt schon. Haben wir alles da. Kernholz, nee. Was haben wir jetzt? 400 noch was. Kleber könnte ich mir vorstellen.
Da habe ich, glaube ich, haben wir da mal gucken. Habe ich hier, haben wir hier schon einen Slot mit dem? Ich muss ein Part beenden. Alter, da ist schon wieder Überlänge. Ich kaufe hier mal schnell fertig ein und ich beende mal den Part. Und ist, glaube ich, geschickter so. Ich sollte das immer machen zwischen den Folgen. So Handel treiben, das dauert alles zu lange. Aber wir haben momentan eh Zeit. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Schlucken nebenbei. Wann auch immer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.